Gehen wir mal hier hoch. So und vertikale Schleife nochmal. Ja, jetzt geht's ab. Nach da. Warum geht's denn jetzt? Ach so, ja. So und jetzt so. Genau. So, dann kann ich mal gucken, wenn wir das mit einem etwas größeren Radius vielleicht noch hinkriegen. Das wäre doch fantastisch. Da muss jetzt mal hier so einer in der Mitte rein. So, und dann müsste das klappen mit dem Riesenradius. Ach, aber ich merke gerade, das ist nicht so eine gute Idee im Moment. Denn wir sind noch einen zu tief, einen zu hoch, meine ich, mit unserer Achterbahn. So, jetzt können wir das machen. Wie gesagt, dann war hier der eine angewinkelt. Und da sagt mal, was denn hier los? Ach so, jetzt ist es ja ein länger. Ach, meine Güte. So, und das Tolle an der ganzen Geschichte ist, das absorbiert auch viele G-Kräfte, wenn der Radius so ein kleines bisschen groß ist und weicher und so. Und er wird wahrscheinlich diese irrsinnige Belastung einfangen, die es dann an anderer Stelle gibt. Tja, wir haben jetzt natürlich ein kleines Problem. Die Station ist nicht allzu groß. Aber ich glaube, das dürfte kein Problem sein. Vielleicht kann man sogar ein oder zwei Züge daran klatschen. So, den Eingang, den werde ich gleich mal hier hin machen. Und den Ausgang, den werde ich gleich mal dahin machen. So, jetzt noch das Wegenetz ausgetüftelt praktisch. 1, 2, 3, 4, 5. Ähm. 6, 7, 8, 9, 10. Super. Ist jetzt zwar rein von der Anordnung des Eingangs nicht besonders toll im Gesamtzusammenhang mit meinem restlichen Park. Aber hey, hier gehen ja auch genug Leute lang und die wollten da bestimmt schon immer mal irgendwas haben. Denn bisher ist da ja nur Wüste eigentlich. Ja, dann hätten wir es jetzt soweit. Betriebsmäßig Achterbahnzüge, ein Zug, 7 Wagen pro Zug. Nö, ich mach mal 2 Züge und weniger Wagen pro Zug. Sagen wir 4 Wagen. Wir fangen mal mit 5 Wagen an und machen 2 Züge. Ja, Eintritt wird natürlich, das ist ja eine Premium-Attraktion, wird 3,50 Euro kosten. 4 Euro. Und diesmal wäre ich nicht mehr so gnadenlos mit dem Preis runter. Ach, was ist denn hier überhaupt? Der Revolution Rider, der ist auch total... Nee, irgendwas war hier total billig, glaube ich. Warst du total billig? 2,50. Für Yakinatos Revenge doch nicht 2,50. Ist doch viel zu günstig. So, die mörderische Holzachterbahn. Auch 2,50. Nee, die kostet auch 3 Euro. Ist ja eine etwas neuere Attraktion. Yakinatos Revenge kostet einfach 3 Euro, weil es halt Yakinatos Revenge ist. Achso, und jetzt würde ich mal sagen, hier wäre alles soweit eingestellt. Testen! Achso, und was ich auch nochmal machen wollte. Ich schalte mal die blöde Mindestwartezeit aus. Das muss ja nicht sein. Wenn unsere Achterbahn schon viel früher fertig ist, beziehungsweise voll ist, dann... Achso, und jetzt, ja, ich beeile mich und dann versuchen wir das mal irgendwie zu regeln. Wow, da bin ich mal gespannt. So, diese Mindestwartezeit auch weg. Und da oben wahrscheinlich müssen wir die Mindestwartezeit auch noch wegmachen. Lalala, wo warst du denn? Mindestwartezeit. Mindestwartezeit weg. So. Wenn das Ding voll ist, fährt es los und bei zu kurzen Stationen knallen dann die einzelnen Züge ineinander, weil sie dann zu schnell sind. Tja, so sehe ich das kommen. Eieiei, ich sehe hier andere Sachen auch noch kommen. Ich sehe hier tödliche Sachen auf meine kleinen Testfahrt-Personen zukommen. Aber es sind ja nur Holzpuppen anscheinend. Obwohl es ja fast so aussieht, als ob da gar keiner drin sitzt. Gut. Ich überlege mir schon mal, also ihr könnt euch ja mal überlegen, welchen Namen wir diesem Monster geben. Fünfbrüstige Venus oder sowas. Keine Ahnung. Und irgendwas scheint da mit der Weiterleitung der Wagen nicht zu funktionieren. Gut. Also es ist auf jeden Fall sau langsam hier. Lalalala. Das treibt den Nervenkitzel dramatisch in die Höhe. Und dann kommt halt dieser fiese, fiese Drop und wahrscheinlich wird es hier zum ersten Mal kritisch, wenn dann die Hardcore-G-Werte einsetzen. Tja, und dann werde ich mal sehen, ob sich die Achterbahn überhaupt über den Rest der Strecke krepeln kann. Also das sieht eigentlich noch ganz human aus. Oh ja, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Hier sieht es gut aus. Ja, das ist alles hart an der Grenze, sage ich mal. Hui! Aber ich schätze mal, im Allgemeinen noch vertretbar. So, unsere Achterbahn ist wirklich gut unterwegs. Also vor allen Dingen auch schnell unterwegs.
kommt hier fast ohne diesen Lifthügel rauf, aber nö, das geht. So, hier könnte es dann auch nochmal gefährlich werden. Es könnte sein, dass wir hier die Lifthügelgeschwindigkeit noch ein kleines bisschen anpassen müssen. Durch den ersten Teil der Strecke sind ja die Achterbahnen super durchgekommen. Beim zweiten Teil mache ich mir so einige Sorgen, ehrlich gesagt. Oh oh, und eine bodenlose Frechheit, die bodenlose Achterbahn ist verfügbar. So, das ist ja wie hier nochmal praktisch. Quäl, quäl, quäl. Uah. Ja, und eventuell muss ich jetzt gleich mal aufpassen, dass hier kein Scheiß passiert. Na, kommst du durch? Ja! Und da kommst du auch durch. Jawohl! Und quäl, quäl, quäl. Das ist gut. Das ist gut für die Nervenkitzelwerte. Noch besser wäre es natürlich, wenn die Achterbahn nicht irgendwo hängen bleibt. Super! Oh, das ist ja im ersten Versuch gleich gut gegangen. So langsam kriege ich wieder ein Gefühl dafür, wie man so eine Achterbahn gestalten kann. Für vertikale G. Ach, das sieht ja eigentlich gar... Das sieht ja relativ vernünftig aus sogar. Da bin ich ja mal... Oh, 5,24 nur. Aha, die seitliche G-Kraft ist relativ hoch. Gesamtzeit in der Luft 2,43 Sekunden ist auch ein guter Wert, sage ich mal. So, und wenn dann der nächste Zug da angekommen ist, dann kenne ich auch die Nervenkitzelwerte und den Intensitätswert. Sehr hoch, mittel. Wunderbar. Intensitätswert 9,03. Nervenkitzelwert 7,86. Das wird ein kleiner Knaller, diese Achterbahn. Wunderbar. 4 Euro. Und ich eröffne. Der Rest ist mir jetzt egal. Super, das ging ja richtig schnell. Hätte ich nicht gedacht, dass wir es jetzt noch schaffen in dieser Session. Okay. Vielleicht ist das jetzt auch schon die zweite Folge der Session. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, es wird die erste bleiben. So, ja, sehr schön. Wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Also jetzt haben wir erstmal hier die Looping Achterbahn 1. Ach, die muss natürlich auch noch einen Namen kriegen. Okay, und ich nenne es einfach... Jeff's Disaster. Nach Jeff Major. Meinem englischen Lieblings-Let's Player. Guckt mal rein, ich habe ihn auch verlinkt. Lohnt sich sehr, wirklich cool. Hat übrigens fast genau dieselbe Stimme wie Robert Downey Jr. im englischen Original. Insofern, man wird auf jeden Fall allein schon durch die Stimme relativ gut entspannt und unterhalten. Tja, und seine Let's Plays sind halt auch große Klasse. Da muss ich ja nochmal drauf hinweisen. Hat übrigens auch gerade einen Prison Architect Let's Play gemacht. Allerdings auch mit einem leicht anderen Ansatz. Das könnt ihr euch ja mal angucken. Auch wirklich eher lustig, sag ich mal. Jetzt nicht großartig spielerisch toll oder so, dass man sich denkt, wow, das habe ich ja noch nie gesehen, sondern einfach, ja, schaut es euch an. Ja, jetzt habe ich es auch mal schleifen lassen eine Weile. Ach, und diese, oh, schön. Wunderbar, lauter Leute stehen an und wollen mitfahren. Jetzt habe ich es ja auch mal eine Zeit lang schleifen lassen. Die ganze Geschichte mit Rollercoaster Tycoon hatte irgendwie gerade nicht so den richtigen Bock darauf. Jetzt ist es wieder so weit und so langsam kommen jetzt wieder alle Let's Plays zu ihrem Recht. Auch Rome Total War wird jetzt weiter aufgenommen. Wie gesagt, mit der tollen Festplatte ist es ja auch so ein Ding. Man nimmt auf wie blöde und dann hat man halt unglaublich viele Rohdaten. Und die müssen auch erstmal gerendert werden. Das heißt, es kann sein, dass es jetzt immer so ein bisschen in die Richtung geht. Eine Woche volle Pulle hochladen, so wie letzte Woche. Dann wieder einen wöchentlichen Pause, wo ich dann ganz in Ruhe alle Videos rendere und mit Beschreibungen versehe und pipapo. Und dann wieder ein wöchentlichen brutales Hochladen. Ja, und es wird auch einige Let's Plays geben, die demnächst mal aufhören werden. Hatte ich ja schon so angekündigt. Also Fallout 2, ich muss mal schauen. Es kann durchaus möglich sein, dass mit Fallout 2 auch Schluss ist. Denn ich bin jetzt kurz davor, das zum zweiten Mal durchzuspielen, so testweise, ob das mit diesem Bug am Ende, was ich ja erzählt hatte, immer noch so ist. Und wenn dem so ist, dann können wir das Let's Play gar nicht abschließen. Und dann muss ich warten, bis ich da eine Lösung finde. Beziehungsweise dann müssen wir das Let's Play erstmal pausieren, beziehungsweise sagen, die erste Staffel ist jetzt vorbei praktisch und irgendwann wird Jackie natürlicherweise sicherlich ins Ödland zurückkehren. Und es gibt ja auch noch andere schöne Fallout-Spiele. Aber wie gesagt, ich möchte ja kein Let's Play machen, wo ich dann ganz am Ende nicht mehr weiterkomme und euch enttäuschen muss. Ja, Mountain Blade geht natürlich auch sehr am Ende zu. Das habt ihr inzwischen vielleicht gemerkt. Prison Architect ist ja auch komplett aufgenommen inzwischen und da warten nur noch ungefähr 20 Folgen darauf, gerendert zu werden und auch hochgeladen zu werden. Das heißt, ja. Und ich sage euch, wir kriegen gutes Gefängnis hin. Das kann ich ja schon mal verraten. So, Rome Total War wird weiterlaufen. Und zwar in alter Frische bald. Das Problem ist da immer die 1080er Folgen. Genau wie bei XCOM.
Das dauert immer unglaublich lange, die hochzuladen. Vor allem, wenn das 30-Minuten-Folgen sind. Und ich möchte halt nicht irgendwie nur Fitzelchen aufnehmen. Nee, ich möchte 30-Minuten-Folgen aufnehmen von diesen Spielen. Denn eine Mission bei XCOM dauert 30 Minuten und eine Runde bei Rome Total War dauert manchmal sogar eine Stunde. Insofern ist das schon besser, das nicht auf 15-Minuten-Parts aufzuteilen. Ja, und das dauert halt immer 8, 9 Stunden, das bei mir hochzuladen. Ich glaube, ich muss auch demnächst mal meinen Provider ein bisschen wechseln. Ich glaube, es gibt da inzwischen schon größere Bandbreiten, die man hier benutzen kann. Ja, und so sieht's aus. Hatte ich jetzt noch irgendein Spiel vergessen? Achso, PES 2013 wird natürlich weitergemacht, ne? In regelmäßigen Abständen. Bis PES 2014 kommt, dann irgendwann im Oktober, glaube ich. Im Oktober 2013. Ein Monat nach FIFA ungefähr. Ich glaube es jedenfalls. Nicht, dass am 26., dass sie sich jetzt doch dafür entscheiden, am 26. dann gleich das zu machen. Und also am 26. PES auch rauszubringen, wieder verfrüht. Mit lauter Bugs und so weiter. Nee, das soll nicht sein. So, und ich will da oben hin. Das geht nicht. Ich kann da nicht so weit scrollen. Aber da steht meine Achterbahn. Da muss ich auch mal ein bisschen schauen. So, das, also, wow. Meine Achterbahnen haben inzwischen so viele Loopings, das ist ein kleines bisschen unübersichtlich. So, und diese 6 Loopings halt auch irgendwie so ein bisschen, ein kleines bisschen symmetrisch angeordnet. Eigentlich ganz nett. Ja, und der Publikumszustrom bricht hier nicht ab. Auch bei der Holzachterbahn stellen sich inzwischen ein paar Leute an. Super. Das will ich doch mal gelungen nennen. So, dann beim nächsten Mal würde ich sagen, kümmern wir uns darum, hier noch ein bisschen Infrastruktur hinzubauen. Vielleicht, ja, kleine Fahrgeschäfte machen eigentlich keinen großen Sinn. Dann lieber noch ein paar ganz kleine Achterbahnen. Für die nicht ganz so wagemutigen unter den Wagemutigen. Und wir werden den Park weiter erweitern. Und demnächst wird dann praktisch auch unser erstes Transportsystem hinkommen. Denn ich will natürlich hier die Sümpfe des Todes, die Todessümpfe, wow, entsprechend besiedeln. Mit leckeren, mit einer kleinen Marina vielleicht, mit ein paar Yachten oder so ein bisschen Bootskladderadatsch. Einfach fürs schöne Aussehen. Und hier eventuell noch eine schöne Krombacher Insel hin. Ihr wisst ja, die mit den vielen Bäumen, ne? So, und ja. Und hier kann man auf jeden Fall noch ein, zwei tolle Fahrgeschäfte hinbauen. Zum Beispiel so ein Riesenturm. Ja. Ach, eigentlich können wir das gleich mal machen, oder? Wollen wir nochmal, ja, wir bauen nochmal schnell einen Riesenturm. Wenn wir schon einen bauen können. Aber ja, doch, hier. Riesenturm, dum 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 dum. Und zwar möglichst zentral. Vielleicht nicht, doch direkt an die Wegkreuzung. Kein Erbarm kennt der Yakinator. Vertikaler Turm. Uah. So, Yakinator, der kleine Übertreiber. Aber hey, ich glaube, das drückt den Nervenkitzelwert auch ein kleines bisschen nach oben. So, vertikaler Turm. Eingang, wo kommt der Eingang hin? Der vertikale Turm ist mir fast ganz schön viel zu hoch. Fast ganz schön viel zu hoch. Der vertikale Turm ist mir fast zu hoch. Mal sehen. Nicht, dass er dann die ganze Aussicht über den Park versperrt, obwohl er eigentlich Aussicht bieten sollte. Gut, machen wir zwei Eingänge hier hin. So, ich muss mal kurz runterdrehen. Einen Augenblick. So, jetzt habe ich mich schnell ausgehustet. Trink mal ein Käffchen. Und dann geht's los mit der Verschönerungsaktion. Und zwar Mülleimer. Verschönern die ganze Geschichte nicht, aber tragen dazu bei, dass irgendwie irgendwann alles schöner aussieht. Oder aussehen sollte. Je nachdem. So, Fressbuden. Auf jeden Fall noch. Direkt neben den Aussichtsturm gehören natürlich auch ein paar leckere Fressbuden. Und zwar hier so ein Getränkestand. Das ist ja auch nur, um so ein bisschen Geld jetzt nebenbei zu scheffeln. Die sind ja gar nicht wichtig, die Dinger. Eine Klo, ja, ein Klo wäre vielleicht auch nicht schlecht. Das bauen wir hier nochmal hin. Damit auch wirklich alle Leute irgendwie... Abbrechen, abbrechen. Was habe ich denn jetzt gemacht? Hilfe! Jetzt bin ich schon wieder auf das falsche... Abbrechen. Ah, Glück gehabt. Jetzt bin ich nämlich schon wieder auf das falsche Ding raufgekommen. Auf das falsche X. Auf das X in meinem Windows-Fenster. Ei, ei, ei. Ach so, und das ist natürlich ein bisschen doof, ne? So, wir müssen nochmal... Ach, jetzt wollte ich das gleich wieder... Ja, jetzt stoppt er natürlich wieder. Hallo, Spiel! Ach, immer dieses... Ja, das sind halt die guten alten Zeiten. Und Spiele aus den guten alten Zeiten funktionieren anscheinend nicht mehr. Aussichtsturm 1 wird jetzt gebaut. Wo ist der Eingang? Eingang, Eingang. So, dann machen wir den Eingang mal hier hin. Jetzt hätte ich mich beinahe hier die Besucherdinger vergessen. Aber ich glaube, so viele brauchen wir auch nicht davon. Denn ich glaube nicht, dass dieser Turm so unglaublich beliebt sein wird. Das ist, wie gesagt, nur eine kleine Spielerei für uns persönlich.
dass der Park nicht ganz so langweilig ist, weil er nur von Achterbahnen besiedelt ist praktisch. So, und in Anlehnung an irgendwas, keine Ahnung. Ja, nenne ich ihn doch einfach mal so, den Far Cry Tower. Denn wenn man da oben steht, dann kann man richtig weit sehen, Kilometer weit und natürlich auch schreien, wenn man möchte. Muss man sogar, weil es ist so hoch, da dreht sich eine ganze Magen um. Deswegen Far Cry Turm und vielleicht natürlich auch noch in Anlehnung an die Spieleserie. Wobei ich ja sagen muss, Far Cry 2, nee, aber Far Cry 1, juhu, und Far Cry 3 auch, juhu. Zwar nicht so sehr viel Far Cry 1, aber Far Cry 3 ist doch auch ein schönes Spiel. So wie Crysis ungefähr, ne? Ach, ich kann die beiden Serien lassen sich auch immer schwer auseinanderhalten. Crysis natürlich so ein bisschen mehr story-orientiert, ne? Aber ich habe nur das erste Crysis gespielt und den Rest, ach nö. Ja, so missionsbasierte Shooter, das sind alles, ja. Ach, Far Cry 3 soll ja ganz toll sein, aber Shooter bin ich... Na, habt ihr vielleicht auch im Laufe der Jahre jetzt gemerkt, nicht so der Typ dafür. Das ist mir alles zu hektisch und zu nervig und dann kann ich mal nicht reden, weil ich dann so gefangen bin in der ganzen Atmosphäre. Ja, ab und zu vielleicht mal so ein kleines First-Person-Rollenspiel oder sowas, so wie Skyrim, das geht ja noch, aber so direkt Shooter, nee. Da fühle ich mich dann immer so unter Druck gesetzt und das möchte ich natürlich nicht. Und da kann ich nicht einfach so labern, so wie hier zum Beispiel. So, und oh, der Turm. Hallihallo. Was ist denn da in diesem Far Cry Tower los? Oh, ich glaube, den Far Cry Tower, den können wir gleich mal ein kleines bisschen teuer machen. Wow. Damit hätte ich ja nicht gerechnet, dass die ganzen Freaks praktisch auf den Far Cry Tower wollen. Und nicht in die Achterbahn mit den 6 Loopings. Also hier ist natürlich... Yeah. Und das ist auch schön. Also wie gesagt, genau abgepasst, dass die Achterbahn auch wirklich relativ langsam durch den Looping fahren und die Leute dabei nicht die Krise kriegen. Also das wird wahrscheinlich hier der Knackpunkt sein. Weil hier geht es ganz schön schnell durch den Looping durch. Woanders kann ich jetzt keine bösen Schwachstellen entdecken. Das hier ist auch völlig in Ordnung. Ja. Hier quält er sich dann wieder ein kleines bisschen. Und je mehr sich die Achterbahn praktisch durch den Looping quält und trotzdem durchkommt, desto besser. So, der Revolution Rider gut besucht. Alles gut besucht. Wow, wir sind toll. Okay, Leute, es hat mir wieder richtig viel Spaß gemacht, diese Session hier aufzunehmen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. In der nächsten Folge von Let's Play Roller Coaster Tycoon 2. Mit mir, dem Yakinator. Und ich würde mal sagen, schaut mal vorbei auf Yakinators LP-Oase. Da gibt es halt, wie gesagt, auch noch andere tolle Sachen. Besonders, wenn ich jetzt wieder anfange hochzuladen. Die Hochlord-Ladesaison ist praktisch eröffnet. Tschüss!